Würden Sie einem Fremden Ihr Portemonnaie überlassen, damit der einkaufen gehen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Zumindest nicht im realen Leben. Doch im Internet sind viele nicht so vorsichtig. Denn obwohl es auch dort oft um viel Geld geht, wird Sicherheit, zum Beispiel beim Online-Banking, nicht so ernst genommen. Einfache Passwörter oder fehlende Sicherheitssoftware machen es Betrügern leicht. Wir haben eine Stichprobe bei Familie Artis gemacht, die bisher auch dachte, ihre Daten seien sicher. Familie Artis lebt in Köln. Silke, Ugo und Anakin sind bereit, von Hallo Deutschland checken zu lassen, wie sicher ihre Computerdaten sind. Ich bin die Silke und 33 Jahre alt. Ich bin der Ugo und ich bin 41 Jahre alt. Ich bin der Anakin und 12 Jahre alt. Und das ist der Sammy und der ist 3 Jahre alt. Jeder von ihnen nutzt täglich das Internet. Die Erwachsenen erledigen Bankgeschäfte und verschicken E-Mails. Die Kinder chatten und spielen. Vater Ugo achtet darauf, dass die Daten der Familie dabei sicher sind, sagt er. Sicherheit ist, finde ich, wichtig. Wir haben auf allen Geräten, die wir benutzen, Passwörter drauf. Silke ist zuständig für das Online-Banking der Familie. Täglich kommuniziert sie über Internetchats und kauft auch öfter online ein. Sorgen um ihre Daten macht sie sich kaum. Ich besuche Internetseiten, ich mache mir da keine großen Gedanken drüber. Also mit dem Thema Sicherheit gehe ich eigentlich locker um. Anakin hat ein Smartphone, surft damit oft im Internet. Auch der 12-Jährige weiß bereits, dass er persönliche Daten auf Handy und Laptop schützen muss, wenn er online geht. Ich denke schon, dass meine zum Beispiel Bilder oder Fotos, Nachrichten auch sicher sind, weil ich benutze halt oft auch, verschiedene Passwörter. Die Artis nutzen das Internet wie viele Haushalte. Mit ihrem Einverständnis wollen wir testen, sind ihre Daten, zum Beispiel Passwörter und Bankverbindungen, vor einem Hackerangriff sicher? Für den Test holen wir uns Hilfe. Dr. Daniel Hamburg ist Leiter der Abteilung IT-Sicherheit beim TÜV Rheinland. Zu seinem Job gehört es, Firmennetzwerke anzugreifen, um Sicherheitslücken zu finden. Datensicherheit ist auch für Privatleute wichtig, sagt er. Die meisten von uns kaufen online ein, bezahlen online, sind in sozialen Medien unterwegs und auch dort möchten wir natürlich nicht, dass jemand anders in unserem Namen eine Überweisung tätigt, dass jemand anders in unserem Namen einkauft, die Ware aber bekommt oder in unserem Namen vielleicht in sozialen Netzwerken irgendetwas postet, was eben nicht von uns kommt. Also auch für Privatpersonen ist die Sicherheit der Information sehr, sehr wichtig. Wir stellen dem IT-Experten Familie Artis und deren internetfähige Geräte vor. Auf ihrem Computer nutzt die Familie Windows 95, ein veraltetes Betriebssystem. Das ist eine von zwei häufig in der Praxis vorkommenden Sicherheitslücken. Der erste Punkt ist natürlich die Software, also das Betriebssystem. Es ist an der Stelle sogar eins, das gar nicht mehr unterstützt wird vom Softwarehersteller. Das heißt, dort gibt es bekannte Sicherheitsstellen und dort Sicherheitslücken und dort gibt es auch keine neuen Gegenmaßnahmen mehr, die publiziert werden. Der zweite Punkt ist das Thema Passwörter. Das heißt, werden triviale Passwörter verwendet, zum Beispiel der Name des Sohnes und das Geburtsdatum oder komplexere Passwörter. Für den IT-Angriff auf die Familie programmiert Dr. Hamburg einen Computervirus. Kriminelle Hacker verteilen solche Schadprogramme über das Internet, meistens per Mail. Unser Virus wird nicht freigesetzt, wir speichern es auf einem USB-Stick. Mit dem Datenträger fahren wir zu den Artis. So ist gewährleistet, dass unser Testvirus nicht ins Internet gelangt, sondern nur auf den Rechner der Familie. Und da ist das Schadprogramm drauf. Mhm. Jetzt kann der Test beginnen. Wir bitten die Familie, ihren Rechner wie gewohnt zu verwenden. Wir lassen eine Kamera da, damit die Familienmitglieder ihre Internetnutzung dokumentieren können. Aufnahmen der nächsten Tage. Ugo schreibt Nachrichten und E-Mails. Silke chattet mit Freunden. Die Söhne Anakin und Sammy spielen online. Ihr Vater erledigt eine Überweisung. Gleichzeitig sind unsere Hallo Deutschland Computerangreifer aktiv. Sie versuchen, auf den Rechner der Familie zu gelangen und persönliche Daten auszuspionieren. Nach 5 Tagen treffen wir Dr. Daniel Hamburg wieder. Er präsentiert uns die Ergebnisse seines Hackerangriffs. Durch das Computervirus hatte er Zugriff auf den Rechner der Familie. Wir sehen hier den Desktop der Familie. Das heißt, wir sehen, welche Programme gerade geöffnet sind. Wir können hier schauen, was macht die Familie. Welche Dateien gibt es auf dem Desktop? Haben also erstmal schon ein erstes gutes Bild darüber.
Der IT-Experte hätte Daten auf dem Computer der Familie löschen oder manipulieren können. Darüber hinaus hatte er einen Blick auf den Datenverkehr des PCs, wenn Familie Artis online ging. Dadurch konnte er auch Login-Daten mitlesen, die die Familie auf Internetseiten eingegeben hat. Hier stehen Benutzername und Passwort für einen bekannten Online-Shop. Wir sehen hier, was wir mitschneiden konnten, ist der Benutzername, mit dem sich die Familie einloggt, und noch viel kritischer natürlich das Passwort. Aus Datenschutzgründen haben wir das natürlich ausgeblurrt, damit man nicht alles sieht. Das heißt, der Angreifer hat die Login-Daten der Familie, kann sich im Namen der Familie einloggen an diesem Shop und kann natürlich beliebige Transaktionen tätigen, also zum Beispiel auch für viel Geld dort einkaufen, sich die Ware zuschicken lassen, aber das Geld bezahlt dann die Familie. Auch das Online-Banking wurde durch das Virus angreifbar. Als Familie Artis eine Überweisung machen wollte, hat Dr. Hamburg Betrag und Zahlungsempfänger verändert. 1 Euro wurde so auf unser Konto überwiesen, um zu zeigen, dass eine Manipulation hier möglich ist. Die Familie kommuniziert mit der Bank online. Wir haben uns dazwischen gehängt und das manipuliert, was dort übertragen wurde. Also an der Stelle sowohl den Betrag, den die Familie an die Bank übersendet, als auch den Empfänger, den haben wir manipuliert. Mit diesen Resultaten besuchen wir gemeinsam mit Dr. Hamburg Familie Artis. Ugo und Silke sind auf die Ergebnisse des Tests gespannt. Bisher dachten sie, vor Hackern relativ sicher zu sein. Dr. Hamburg beweist das Gegenteil. Wir konnten sehen, welche Programme rufen sie auf, was tun wir, konnten uns das auch so wie so ein kleines Filmchen angucken, wann tun sie etwas. Selbstverständlich, das heißt, sie sind da gläsern an der Stelle sozusagen. Das heißt, wir hätten alles herausfinden können, was sie mit diesem PC machen. Das alles war möglich durch das Schadprogramm, das wir auf den Computer der Familie gebracht haben. Im täglichen Internetgebrauch hätte es auch über eine E-Mail auf dem PC gelangen können. Ugo Artis ist geschockt. Das ist erschreckend, wie leicht das geht. Eine Schadsoftware auf dem Rechner und viel Ärger. Mhm. Wenn da irgendjemand wirklich dann sich alles abgegriffen hat, der kann ja dein Leben auf den Kopf stellen. Da hast du erstmal ein halbes Jahr wahrscheinlich zu tun. Dr. Hamburg warnt Familie Artis, dass ihre Passwörter generell sehr unsicher sind. Sie seien nicht komplex genug und würden zu häufig wiederverwendet. Bei diversen Sachen haben wir ein Standardpasswort, ne? Was uns beiden ermöglicht, auch beim anderen irgendwie reinzugucken. Ich weiß schon, wie ich ein Passwort auszuwählen habe, nur privat nutzt man das nicht. Und warum? Weil man seine eigenen Daten, keine Ahnung, nicht so hoch vom Wert irgendwie einschätzt. Und dann gerät man irgendwie in die Routine und verwendet das dann auch eventuell irgendwo, wo es halt sensibler ist, wo man nicht überlegt. Online-Shopping, irgendwas, eBay oder so. Ja, also ich werde jetzt natürlich hingehen und erstmal alle Passwörter komplett ändern und jedes kriegt ein anderes. Wir zeigen der Familie, dass wir eine Überweisung umgeleitet haben. Doch diese Manipulation hat Ugo Artis bemerkt, als er die TAN-SMS von seiner Bank genau gelesen hat. Wir wussten, dass es irgendwas gibt und haben dann halt besonders drauf geguckt und das dann schon bemerkt. In unserer Laborsituation ist der Familie der ungewöhnliche Betrag von 1 Euro aufgefallen. Die ebenfalls veränderte Kontonummer dagegen nicht. Im Alltag bleibt eine Manipulation vermutlich unbemerkt. Also, wenn du 10 Überweisungen machst und das geht dann tak, 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 wenn irgendjemand da dran ist, der könnte das schon abfangen und ändern. Mhm. Auf jeden Fall. Von uns bekommt Familie Artis ihr Geld selbstverständlich zurück. Computerkriminelle tun das nicht. Sie räumen Konten leer. Deshalb muss man sich vor Computerviren und Datendieben so gut wie möglich schützen, rät der Experte. Damit so ein Schadprogramm eben nicht auf den Computer gelangen soll, sollte man zum einen aktuelle Software verwenden. Das gilt sowohl für das Betriebssystem, aber auch andere Software, die auf dem Computer installiert ist. Die sollte regelmäßig abgedatet werden. Und der zweite Punkt ist, man sollte einen Virenscanner haben, der aktiviert ist und auch dieser regelmäßig abgedatet wird. Außerdem rät Dr. Hamburg, E-Mails mit unbekannten Dateianhängen nicht öffnen, damit Computerkriminellen der Weg auf den eigenen Rechnern versperrt bleibt.